YouTube Videos. Schneide einfach professionelle Videos mit Adobe Premiere Pro. Was du dort alles machen kannst und wie alles funktioniert, erkläre ich dir ausführlich in diesem Grundkurs. Dieser Kurs ist perfekt für den allerersten Einstieg oder zur Auffrischung. Als erstes schauen wir uns an, wie du Premiere Pro. Haben wir unser Video jetzt fertig geschnitten und sind zufrieden damit, wollen wir es ja exportieren, sodass wir es als Video überall verwenden können. Bevor wir es jetzt exportieren, speichern wir aber unser Premiere Pro Projekt als erstes, damit wir auch zu einem späteren Zeitpunkt dieses wieder öffnen und bearbeiten können. Grundsätzlich können wir es mit dem Tastenkürzel STRG S speichern, dann wird es dort gespeichert, wo wir es am Anfang festgelegt haben. Unter Datei im Menü können wir aber auch über Speichern unter beispielsweise eine neue Kopie von dem Projekt erstellen. Haben wir es jetzt erfolgreich gespeichert, können wir unsere Sequenz exportieren. Dafür wählen wir einfach das Schnittfenster aus und drücken STRG und M gleichzeitig. Haben wir unser Video jetzt fertig geschnitten und sind zufrieden damit, wollen wir es ja exportieren, sodass wir es als Video überall verwenden können. Bevor wir es jetzt exportieren, speichern wir aber unser Premiere Pro Projekt als erstes, damit wir auch zu einem späteren Zeitpunkt dieses wieder öffnen und bearbeiten können. Grundsätzlich können wir es mit dem Tastenkürzel STRG S speichern, dann wird es dort gespeichert, wo wir es am Anfang festgelegt haben. Unter Datei im Menü können wir aber auch über Speichern unter, beispielsweise eine neue Kopie von dem Projekt erstellen. Haben wir es jetzt erfolgreich gespeichert, können wir unsere Sequenz exportieren. Dafür wählen wir einfach das Schnittfenster aus und drücken STRG und M gleichzeitig. Das gleiche können wir jetzt auch über Datei unter Export Medien machen. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster, wo wir nochmal alles zu unserem Video final einstellen können. Auf der linken Seite haben
haben wir eine Vorschau von unserem Projekt und sehen unterhalb auch die Länge und über die blauen Balken können wir auch die Stelle, welche wir exportieren wollen, definieren. Auf der rechten Seite können wir jetzt Einstellungen zum Exportieren machen. Grundsätzlich wähle ich unter Format immer H264 aus. Das ist die Art, wie das Video gerendert wird. H264 ist da eigentlich das gängigste Format, welches mit Plattformen wie YouTube und Co. immer gut zusammenarbeitet und ist schlussendlich MP4. Unter Vorgaben können wir jetzt festlegen, welche Auflösung, Audioqualität und Co. unser schlussendliches Video haben soll. Hier wähle ich meistens mit Quelle abgleichen hohe Bitrate aus, da dann die Einstellung der Sequenz übernommen wird und man so eigentlich die passende Qualität hat, da wir diese ja beim Erstellen der Sequenz schon eingestellt haben. Unterhalb können wir dann aber auch alle Video- und Audioeinstellungen noch nachträglich ändern. In der Mitte sehen wir auch noch den Namen und können darauf klicken, um diesen zu ändern und einen Speicherort für das Video auf unserem Computer festzulegen. Darunter können wir auch sagen, ob das Bild und Ton exportiert werden soll oder nur eines der beiden. Haben wir jetzt alles eingestellt, können wir einfach auf Exportieren klicken und das Video wird gerendert. Klicken wir auf Warteschlange, wird das Projekt in Adobe Media Encoder geladen und kann darüber exportiert werden. Wie der genau funktioniert, erkläre ich in einem separaten Grundkurs. Der Vorteil hierbei ist, dass du in Premiere Pro weiterarbeiten kannst, während das Video exportiert. Das kannst du, wenn du es über das Programm selber exportiert, nicht machen. Je nachdem, wie aufwendig die Bearbeitungen sind, wie lang dein Video ist und wie stark dein Computer von der Leistung ist, kann das Rendern etwas länger dauern. Du siehst hier auch immer die voraussichtliche Zeit, wie lang der Renderprozess gehen soll. Ist er abgeschlossen, findest du auf dem Gerät das fertige Video und kannst es so verwenden, wie jedes andere Video auf deinem Computer auch. Wir schauen uns jetzt in 3 Bonuskapiteln noch weitere praktische Möglichkeiten in Premiere Pro an und abschließend machen wir dann noch ein Praxisprojekt von Anfang bis Ende zusammen, um unser Ja, das war doch schon mal recht aufschlussreich. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich das halten soll. Okay, können wir das jetzt einfach exportieren. Ohne mich jetzt hier irgendwie beschweren zu wollen, aber Clip, upload ready, MP4, zack. Mit Quelle abreichen, High Bitrate, mit Quelle abreichen. Zack, Startung und Wrestling, brauche ich anzeigen. Jetzt kann ich sie einfach in den Adobe Media Encoder reinschmeißen, oder was? Bist du jetzt? Upload ready, MP4. Wie siehst du aus, Typ, das Ding? Nice, Mann. Danke. Ja, ich habe geintet. Krass, Mann. Ich habe anscheinend die Datei gelöscht.
damit, fick dich, Alter, wirklich. Scheiße. So fett geintet hat hier noch nie jemand vor mir. Naja, komm, nerv nicht, weg damit. Aber gut, dann ziehe ich mir so einen anderen Twitch-Clip aus der Nase, wir haben ja genug. Kolonie. Ah! Ah! Noob. So. Wir wollen Clips. Clips meines Kanals. Ich geb dir jetzt einen One-Tap. Scheiße. Das war so. Oh! Wirklich ein One-Tap. Ja, es gibt 1, 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Tabulen gewone-tappt. Zack, Desktop. Twitch Clips. Das speichern wir jetzt mal. Einfach mal, er hat Dieter Bohlen gewone-tapped. Zack. Dann öffnen wir jetzt wieder Premiere. Zack. Hallo? Neues Projekt. Ne, wir öffnen jetzt einfach was. Warte mal. Datei. Projekt öffnen. Desktop. Twitch. Clips. Nein. Kann ich nicht einfach irgendwie. Na gut, ich muss wohl neu machen. Projekt. Er hat Dieter Bohlen gewone-tapped. Zack, zack, zack. Speicherort. Nein, du bist mir bitte in Desktop, Twitch, Clips. Ordner auswählen. Zack. Ich habe keine Ahnung, was das alles heißt. Der Profi. So, und jetzt. Nee. Und jetzt muss ich was importieren. Flöp der Röp. Ziemlich er hat Dieter Bohlen gewone-tippt. Warum importiere ich das eigentlich? Aber wir können ja mal was ausprobieren. Vielleicht. Effekte. Kann ich dazu meinetwegen mal so ein. Bohlen gewone-tippt. Ich gebe dir jetzt einen One-Tap. Scheiße. Das war so. Oh! Wirklich ein One-Tap. Ne, es gibt 1, 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh. Kann ich ja irgendwie. Untertitel und. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat Dieter Bohlen gewone-tapped.
Werkzeug. Dich wollen wir. Ich geb dir jetzt einen One-Tap. Scheiße. Das war so. Oh! Wirklich ein One-Tap. Ne, es gibt eine. 1, 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hat Dieter Bohlen ge-One-Tapped. Alter, ist das hässlich. Wie du nicht so hässlich, Alter. Lizenz kaufen. Ich geb dir jetzt einen One-Tap. Scheiße. Das war so. Oh! Wirklich ein One-Tap. Ne, es gibt 1, 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 2 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dieter. Ja, es gibt 1, 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dieter Bohlen ge-One-Tapped.
mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Tabulen gewonnen-tappt. 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Tabulen gewonnen. One-Tap. Ne, es gibt eine Gitarre. 2, 3 und jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Tabulen gewonnen. Zwei, drei und jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Er hat die Tabulen gewonnen-tappt. Es gibt eine Gitarre. Zwei, drei. Wirklich one-tap. Ne, es gibt eine Gitarre. Zwei, drei und jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Er hat die Tabulen gewonnen-tappt. Ich geb dir jetzt einen One-Tap. Scheiße. Das war so. Oh! Wirklich ein One-Tap. Ne, es ist gefährlich. 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat die Tabulen gewonnen-tappt. So, wir wollen das als. H-264 mit Quelle abgleichen. Ja, also. Ja, ne. Na. One tipped. Upload ready. Machen wir mal ganz gerne, ne? Ab dafür. Ja, jetzt geht's ja auch ganz gut. Ja, ich habe einfach dafür fett geintet, Alter. Wie verhinderst du, dass sich Lötstellen verbinden? So, gut, jetzt hoffen wir, dass alles so gefunzt hat. Upload ready, mal kurz reinziehen. Ich geb dir jetzt einen One-Tap. Scheiße. Das war so. Oh! Wirklich ein One-Tap. Ne, es ist gefährlich. 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Er hat die Tabulen gewone-tappt. So. One tip mit ankündigen. Stream, Twitch. Einige, 2, 3 und jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Tabulen gewone-tappt. Ich hab den One-Tap. Scheiße. Das war so. Oh! Wirklich ein One-Tap. Ne, es ist gefährlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat die Tabulen gewone-tappt. Ich geb dir jetzt einen One-Tap. Oh nee.
Speichern, zack. 14 One-Tap. Da ist. Ich geh zurück. So. So, nach längerer Pause wieder zurückgemeldet, ne? Hätten wir damit schon mal einen Clip mal wieder abgedeckt. Was war das hier? Ja, okay. Ja. Natürlich jetzt ein bisschen schade, dass es da ein paar Tage ein bisschen langsamer war, aber ja, wir gucken mal, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen Schwung in die ganze Geschichte reinbekommen. Ja, jetzt haben wir wieder mal einen Clip für TikTok hochgeladen. Ja, ist doch nice. Oh mein Gott, ich das lass mich durch! Lass mich durch! Du dummes Stück! Randos! Junge, Alter, er fettet da im Gang rum! Ich kann nicht wegen, dass da ein Anakin war. Oh mein Gott, ich. So. Ach ja, fuck, ich muss ja noch was schauen. Eine Sache können wir noch kurz machen. Wir brauchen eine neue Festplatte. Beziehungsweise brauche ich eine Datengrab-SSD, nenne ich es jetzt mal. Was bedeuten SSDs? Solid Drives. Also, eine HDD, selbst das Datengrab, ist ein bisschen unzeitgemäß, meiner Meinung nach. Daher, ja. Brauchen wir mindestens das. Kriterium ist mir nach oben, ist mir eigentlich scheißegal. Mit dem Samsung, was haben die denn? Lesen, schreiben 5600 MBs. Ja, ja. Fuck, was ist denn das so teuer, Alter? Ja gut, 4 Terabyte. Ist halt schon ein Klopper, ne? Vielleicht revidiere ich meine Meinung sogar. Nicht aus Überzeugung, sondern einfach aus finanzieller Sicht. Ich glaube, es wird doch ein HDD-Datengrab, ne? Oder halt irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Naja, eigentlich schon, ne? Also wir brauchen ja mal mindestens so 3 Terabyte oder sowas. Das ist doch trotzdem Geld. Ah, ne, hier so eine Western Digital. So, sehe ich da irgendwie, wie schnell die schreibt? 6 GB. Sekunde schreibt die. Ja, ich denke mal, die wird das tun, ne? Also, ne? Das ist einfach ganz relaxed. Jetzt sag ich, warum die so teuer ist. Das sind 18 Terabyte. Ja, okay, nee, das brauche ich jetzt nicht. Also 4 Terabyte drin. Nein, meinetwegen auch erstmal. Wo kriege ich denn dich am besten her? Ich schaue mal kurz auf Amazon. Was mache ich denn jetzt nicht so? Ne? Ich probiere ja eine HDD zu kaufen und keine. Warte mal. Ja. 4 Terabyte HDD. Wenn eine Iron Wolf holen oder halt 15 Zoll, was hat er eigentlich hier? Rescue Service, Modellnummer, zack. Man kann ja einfach meinen PC schmeißen. Ne, es ist nass oder was?
Ja, ich brauche aber einen. Kann ich dir einfach. Mit plus NAS HDD. HDD PC, nicht NAS. Seagate One Touch TV externe, nee. Der wird Game Drive für Konsolen, nee. Gut, anscheinend muss ich mir einfach so eine ziehen, ne? Ja, die wird's ja schon taugen tun, oder? Oder wir schauen halt nochmal nach. 3 TB SSD. Ja, also das Samsung ist halt. Also wie viel habe ich denn noch? Was kostet es denn, das zu bauen? Gut, das schauen wir dann jetzt mal alles, ne? Also ich wünsche schon allen einen schönen Abend.